und gönnen uns noch ein bisschen Schwarzwald-Hochstraße. Nebel, wir kommen. Ja, hier sieht man jetzt auch mal was. Das sieht jetzt hier schön aus. Alles für eine gute Aufnahme von dir. Alles für eine gute Aufnahme. Wird man das schöne Ding verlassen. So, letzter Tag. Wir gehen wettertechnisch ungefähr wie wir gekommen sind. 3 Tage Schwarzwald sind leider schon vorbei. Man sieht, es ist sehr nebelig und feucht. Aber Schwarzwald kann man definitiv empfehlen. Wunderschöne Straßen, wunderschöne Strecken. Bei schönem Wetter wahrscheinlich noch schöner. Das Hotel hier war auch ein idealer Ausgangspunkt. Können wir auch auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, tue ich euch nochmal als Link unten verlinken, das Hotel, beziehungsweise ihr habt es ja bei der Planung auch gesehen. Wollen wir? Und ja, also Personal super freundlich, Zimmer sauber, super Ausgangspunkt hier. Man kann auch in die Stadt 10, 15 Minuten zu Fuß, falls das Wetter wie heute dann nicht so mitspielt und man dann nicht unbedingt Lust aufs Motorradfahren hat, dann kann man so auf jeden Fall auch noch Sachen machen. Also wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Und jetzt zum Abschluss machen wir noch ein bisschen einen Schlenker und gönnen uns noch ein bisschen Schwarzwald-Hochstraße. Die hat uns nämlich richtig begeistert. Man hat auch ein bisschen was Mystisches so mit dem Nebel da über den Bäumen, aber warm wäre trotzdem schöner. Jetzt hier wieder die Geisterstadt, Geisterdorf. Da steigt auch jemand drauf. Na gut, wir sind auch irgendwie 900 Meter oder sowas grad hoch. Ist klar, dass hier der Nebel ein bisschen stärker ist. Schwarzwald-Hochstraße, wir kommen. Nebel, wir kommen. Uiuiui. Ui. Ja, so viel sehen tut man jetzt nicht. So, hier ging es zur Zuflucht. Die schwer auffindbare gestern. Halt eine Zuflucht, die findet man nicht so leicht. Oh, guck mal, jetzt kommt sogar ein bisschen Sonne, oder? Sonne! Wird zumindest mal ein bisschen heller. Ja, hier sieht man jetzt auch mal was. Das sieht jetzt hier schön aus. Oh, da schöne Straßenführung. Ups. Alles für eine gute Aufnahme von dir. Alles für eine gute Aufnahme.
Ah ja, jetzt bist mit bis mit. Jetzt bist mit. Sag mal, jetzt mit bisschen Sonne sieht es hier auch nochmal schöner aus. Dann strahlen die Bäume auch so ein bisschen im Licht und ist nicht alles ganz so düster. Naturtechnisch ist echt schön hier. Guck mal, wie krass wir hier oben sind, um fast an der Baumspitze von den teilweise von den Bäumen zu sein. Wahnsinn, Wahnsinn, wie hoch wir sind. Ja, wir müssen jetzt hier rechts und dann hier links rein. Und dann starten wir wahrscheinlich da geradeaus. Na, stellen wir uns da in die Sonne. So, das war die B500, die Schwarzwald-Hochstraße. Jetzt werden wir das schöne Ding verlassen. Aber echt, die war echt das Highlight. Ja, das Hundseck, ich weiß nicht, was das ist. Könnte schon Gastronomie sein. Oder das andere, ihr könnt schon mal gucken, wenn du willst.